Gebratene Nudeln, eins meiner absoluten asiatischen Lieblingsgerichte. Wenn es dir auch so geht, dann bleib unbedingt dran. Ich zeige dir, wie du es zu Hause nachkochen kannst. Los geht's! Stopp! Hast du auch etwas bemerkt? Ja, neue Stadt, neue Küche. Neue Stadt und neue Küche heißt aber auch neue Herausforderungen. Aber neue Herausforderungen machen doch das Leben würziger. My dear cooking friends, die Küche hat sich zwar verändert, aber keine Sorge, meine Liebe zum Kochen und Backen bleibt unverändert. Los geht's! Zu Beginn schneide ich die Stangenbohnen in etwa einen halben Zentimeter große Stücke. Das nächste Gemüse meiner Wahl ist der Chinakohl. Auch diesen schneide ich in Streifen. Am besten achtest du auch gleich darauf, dass die Chinakohlstreifen in etwa der Streifenbreite der Stangenbohnen entspricht, damit sie schön gleichmäßig gebraten werden. Die dritte Gemüsesorte, für die ich mich entschieden habe, sind die King Oyster Mushrooms. Mushrooms, Zungenbrecher oder auch Kräuterseitlinge genannt. Nachdem ich die Pilze gereinigt habe, schneide ich diese ebenfalls in Streifen der Längs nach. Gebratene Nudeln sind übrigens ein Gericht, wo die Nährstoffaufnahme ziemlich hoch ist. Warum? Durch das schnelle Anbraten vom Gemüse bei sehr hohen Temperaturen werden nicht nur die Farbe und die Textur erhalten, sondern auch eben die Nährstoffe bzw. die Nährwerte. My dear cooking friends, und dann kommen noch ein bis zwei Chilischoten dazu, weil ich es einfach scharf liebe. Das ist aber wirklich optional, das kannst du gerne weglassen, wenn du nicht so die Scharfe oder der Scharfe bist. Ich schneide die roten Chilischoten in so querlängliche Streifen, da behalten sie eine schöne Textur nach dem Anbraten und das schaut auch einfach super aus. Bevor das Anbraten losgeht, bereite ich noch die Soße vor. Die Soße verleiht dem gesamten Gericht den intensiven und charakteristischen Geschmack der gebratenen Nudeln. Dafür kommen der Reihe nach folgende Zutaten in eine Schüssel hinein. Etwa 100 ml helle Sojasauce für den salzigen Kick. In etwa 30 ml dunkle Sojasauce für den süßlichen Kick. Und circa ein Teelöffel MSG für den Umami-Kick. Gut umrühren das Ganze und vorerst mal beiseite stellen. So, jetzt ist alles vorbereitet. Los geht's ans Anbraten. Wokpfanne her und ich gebe etwa 50 ml geschmacksneutrales Öl in den Wok hinein. Nachdem das Öl so richtig schön heiß ist, kommt das Gemüse der Reihe nach in die Wokpfanne hinein. Zuerst die Stangenbohnen. Danach kommt der Chinakohl dazu. Dann die King Oyster Mushrooms. Und am Schluss noch die feurigen Chilischoten. Wichtig bei dem Ganzen ist, dass das Gemüse zwar durch ist, aber nicht weich gebraten wird, sondern schön diese knackige Konsistenz beibehält. Danach kommen schon die Nudeln ins Spiel und ich habe mich für diese asiatischen Woknudeln entschieden, die einfach für ein paar Minuten in kochend heißes Wasser eingelegt werden. Je nachdem, welche Nudeln du verwendest, folge der Gebrauchsanweisung auf der Verpackung bezüglich der Zubereitung. So, die Nudeln kommen jetzt auch schon zum Gemüse in die Wokpfanne mit hinein. Etwas umrühren das Ganze und ich gebe auch schon die Soße hinein. Die Nudeln mit dem Gemüse werden jetzt einige Male schön geschwenkt, sodass sich gut alles mit der Soße vermengt.
Fertig sind sie, meine gebratenen Nudeln. Ein super leckeres und gesundes Gericht. Es eignet sich hervorragend für ein schnelles Mittagessen oder Abendessen. Du kannst das Rezept, was dem Gemüse anbelangt, gerne nach Belieben variieren und zum Beispiel auch Karotten, Brokkoli oder Paprika verwenden. Wenn du noch mehr Lust hast auf super leckere und super schnelle Rezepte, dann schau dir gerne unbedingt dazu mein Rezept zu den Creamy Udon-Nudeln unter 10 Minuten an. Ich verlinke es dir hier oben oder auch unten in der Infobox. Tschüss aus der neuen Küche! Lecker.